Hallo und willkommen zu Darius Comic Schule und heute zeige ich euch ein bisschen Artwork, aber eine wichtige Lektion, die ich jetzt die letzten Tage gelernt habe, dass man mit jeder Seite und mit jedem Stück, das man anfängt und mit jedem gezeichneten Bild besser wird. Das ist sozusagen die Hauptmessage von diesem Video und ich führe euch jetzt durch ein paar Bilder, die ich äh, im Laufe der letzten Woche gezeichnet habe, um euch zu zeigen, was ich daraus gelernt habe, ähm, ich zeige euch jetzt meine letzte Seite und dann alles dazwischen. Ich habe angefangen ähm, mit der ersten Seite für das Rock and Roll Vampire Hunters. Ich habe diese Seite in ja grob zwei Stunden gezeichnet. Ähm, ich bin nicht ganz happy, aber ich dachte vielleicht ist es möglich, ohne richtig große Planung etwas hinzubringen, das ganz gut aussieht. Ich bin teilweise zufrieden teilweise nicht ganz ich weiß noch nicht genau hier dieses äh, diese seite ähm, aber wir kommen später noch dazu dann erkläre ich es im detail was ich hier gemacht habe und ich erkläre euch warum ich hier so viele bilder liegen habe also ähm, letzte woche ich weiß nicht genau wann es war habe ich auf ebay ich habe im ebay und in etsy ähm, manchmal commissions und bilder drin und ich hatte da ein Bild drin in A4 auch auf so einem Papier ähm, Han Solo der eingesch in Carbon geschweißt wird und hier sozusagen Prinzessin Leia und da äh, hier Darth Vader und Boba Fett und paar Stormtrooper und dann sagt Han Solo einfach nur I know und das habe ich dann verkauft auf eBay und weil ich einfach, also ich bin eher so der eBay-Mensch statt der Etsy-Mensch, habe ich verkauft auf beiden Plattformen und auch private Commissions. Aber das ist jetzt keine Werbung, ich sage euch nur, was ich da gelernt habe. Und dann habe ich gedacht, da habe ich ja Lektion Nummer eins gelernt: aha, okay, du kannst Artwork machen und auf eBay oder Etsy verkaufen. Das habe ich auch schon öfters gemacht, ähm, auch über die Jahre hinweg, aber nie so fokussiert. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch, oder ich habe eigentlich schon sehr, sehr lange Lust, Dinge zu zeichnen, wie ihr sehen könnt, eher in Richtung Warhammer. Und da habe ich dann gedacht, ah, wäre doch eigentlich cool, vielleicht findet es Anklang. Ich probiere es mal aus. Ich zeichne mal eine Sache und dann lade ich das hoch und schaue mal, was passiert. Und dann Lektion Nummer 1, sozusagen, habe ich hier diesen äh, Tau Riptide gezeichnet, wie ihr sehen könnt, auf A4. Verschiedene Sachen gibt es hier zu lernen. Also ähm, A4 ist gar nicht so schlecht, ist ein schönes Format. Wir sehen könnt hier, äh, ist der Luca auf A5. Da passt auch schon ordentlich was drauf. Ich hoffe, es spiegelt nicht wegen dem Glas. Ähm, aber wir sehen könnt praktisch ein Kuppel von mir, der ist Drummer und spielt aber auch gut Gitarre. Und. So wie dieses Star Wars Bild, das hat mich nämlich draufgebracht. Ähm, ich habe nämlich 2021, 2022 angefangen, Sachen zu zeichnen. Hier ist auch noch Simon mit der Gitarre und das Star Wars Bild war unfertig. Ich hatte sozusagen ein unfertiges Star Wars Bild auf eBay reingestellt und das hat sich dann verkauft. Also habe ich es fertig gezeichnet und ihn noch gefragt, ob er es noch koloriert haben möchte. Kam keine Antwort. Ich habe es koloriert und abgeschickt. Es kam keine Beschwerde. Ich nehme an, er hat sich gefreut. Ich habe auch noch einen Star, äh, kleinen Darth Vader draufgelegt. Und ähm, ich bin einfach, manche Sachen habe ich nicht fertig gemacht. Ihr seht, 21 und ähm, jetzt habe ich gedacht, Mensch, alles, was hier noch rumliegt, mache ich einfach fertig. Was soll denn der Terz? Ähm, jetzt geht es mir wieder gut, finanziell und gesundheitlich. Lass doch einfach Zeug fertig machen. Und dann habe ich angefangen, hier diesen Tau Riptide, hatte ich gesehen als Miniatur und habe gedacht, oh der wäre bestimmt total cool zu zeichnen. Und jetzt kommt die erste Lektion. A4 ist ein gutes und großes Format, ähm, aber um diesen riesigen Mech reinzukriegen auf diese Seite mit, das, der hat hier sozusagen ein Schild und dieses Schild verursacht praktisch so ein blasenförmiges Schild, wie bei Independence Day, wenn man da drauf schießt, dann, wie ihr seht, äh, fängt das Schild die Schläge ab, wahrscheinlich zu einem gewissen Grad oder solange er eben noch Ding, ich weiß nicht genau, ähm, ich spiele eher Death Watch ähm, in 4 k mit denen kenne ich mich aus, aber gegen Tau habe ich noch nicht so viel gespielt. Und dann eher im Age of Sigma, beziehungsweise im, im Fantasy drin, Age of Sigma auch nicht mehr ganz meins. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, ein bisschen zu groß das Motiv für diese kleine Seite und dann habe ich es eben klein skaliert. Und so sieht es ganz gut aus, wenn man sozusagen reinzoomt. Aber wenn man es dann irgendwie so in der Hand hat, dann. Sieht es nicht mehr ganz so super episch aus. Ähm, und die nächste Lektion war, ich habe dann hier sozusagen ähm, günstige Aquarelle benutzt vom Action, die durchaus gut sind, gemischt dann mit auch anderen Sachen. Ähm, aber ich hatte einen perfekten Schwarz-Weiß-Kontrast, wie man jetzt zum Beispiel hier sagen könnte: Oh, das sieht gut aus, auch jetzt schon in Schwarz-Weiß, kann man so absolut nehmen. Weil eben Schwarz-Weiß sich die Waage hält, oder auch hier Schwarz-Weiß hält sich die Waage. Und wir haben tiefe, dunkle, schwarz und weiß sozusagen 100%. Der Kontrast ist hoch. Und im nächsten Video, und das wird auch ein wichtiges Video sein, da geht es dann praktisch um Comiczeichnung, aber ich habe ähm, zufälligerweise ein Video gefunden, das heißt, ähm, Moment, ich mache die Jalousie ein bisschen runter. Das hieß irgendwie, was, warum unterscheidet sich Amateurfilm so stark von Kinofilm? Und beim Amateurfilm, es war nicht so arg die Kamera, als vielmehr, die Skills, die da reingewandert sind. Und zwar die Kameraposition. Eben nicht sozusagen frontal, sondern dass man immer irgendwie so eine Tiefe schafft. Wie eben auch bei diesem Tau Riptide. Naja, gut. Vielleicht schiebt das ein bisschen nach oben. Und das hier so rüber. Diffuses Licht. Gucken wir mal. Naja. Ähm, aber ihr seht schon. Licht, also Kamera war wichtig, Licht war wichtig, Kontrast, Schwarz und Weiß. Und da meinte eine Person auch, die Marvel-Filme sehen immer so flach aus, weil sozusagen Schwarz, wie zum Beispiel das ist volles Schwarz und das ist hier volles Weiß, das schafft Kontrast. Aber wenn man zum Beispiel diesen Kontrast nicht hat, dann sieht es matschig aus. Und auch bei den Thumbnails im YouTube-Video zieht man den Kontrast nochmal hoch, lässt die Farben poppen, macht die Schwarz richtig schwarz, lä lässt die Weißbots richtig weiß. Höherer Kontrast zieht an. Und dann hat sozusagen ein bisschen Farbe diese Kontraste hier geschluckt, beziehungsweise es, es scheint recht flach, weil ich hier nicht so richtig dann mit farbigen ähm, Kontrasten arbeite. Ich habe zwar mehrere Farben drin. Aber ihr seht, die Kontraste, es ist äh, kontrastarm. Ähm, Plus, ich muss sagen, also hier ist eher so die raue Seite des Papiers. Ich war ganz happy, aber ich dachte, okay, wir brauchen größere Motive. Ähm, dann habe ich an dem nächsten Tag sozusagen dann den Luca fertig gezeichnet. Ähm, da war eigentlich alles okay. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier aber auch genug Schwarz drin, dass es einfach gut aussieht. Ähm, und dann sozusagen Hose oder Background ist eher dann heller. Und hier habe ich dann wieder diese günstige ähm, Aquarellfarbe vom Action probiert und gefällt mir sehr gut. Deckt aber ab und zu dann andere Farben ab, lässt es dann sozusagen hier ähm, heller oder matschig werden. Und hier oben gibt es dann so Artefakte, was ganz schön aussehen kann. Aber die teuren Farben machen das sozusagen nicht. Und es ist die Frage, was ihr wollt oder nicht wollt. Dann habe ich sozusagen diese Commissions ein bisschen auf den Backburner. Ähm, aber ja, genau, ich habe auf jeden Fall gemerkt, so kleine Motive ähm, auf A4 ist nichts. A4 sollte voll ausgefüllt werden, wie hier von Simon. Und dann habe ich meine nächste Sache gemacht. Dann habe ich hier diesen ähm, Dark Angel ähm, Commander gemacht, der hier sozusagen steht. Also hier Dark Angel Wings und die schöne Kapuze. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Bolter ist, aber da ist auf jeden Fall noch Plasma-Granate dran und vielleicht ein Sturmbolter. Hätte er eigentlich zwei. Und dann hat er hier so einen ähm, korn -Helm, den helm auf dem er trampelt. Und ich war mit dieser Kommission in schwarz und weiß sehr zufrieden. Und dann habe ich angefangen, Farben reinzutun. Und irgendwie sieht es unruhig aus. Ich, man kann gar nicht, also nicht hier bei den Flügeln, da geht es noch. Aber ähm, bei den Farben wird es irgendwie ein bisschen unruhig. Ich habe hier wieder die günstigen ähm, Aquarellfarben benutzt. Aber es hat auch viele, viele wunderschöne Details geschluckt, wie zum Beispiel hier ähm, den Helm, die, die Kapuze. Also schwarz-weiß sah das viel besser aus. Und das hat mich dann ein bisschen geärgert. Und es war auch ein bisschen kontrastarm. Und dann bin ich nochmal rein, hier zum Beispiel bei dem Bolter mit Acrylfarbe. Oder bei dem Mantel und oder auch bei dem Helm und habe dann sozusagen mit Acrylfarbe die Rot nochmal nachgezogen, bin nochmal über die tiefen schwarzen Stellen, ähm, habe hier mit Weiß nochmal ein paar Sachen rausgearbeitet, dass, dass sich die Waffe ein bisschen abhebt ähm, und habe versucht, ein bisschen den Schaden zu beseitigen. Gleichzeitig hatte ich ein bisschen Probleme nachträglich bei diesem rauen Papier mit den Stiften oder mit meinem Schwarzstift oder Inkstift oder Tuschestift über die Farbe zu gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, das nächste Mal nehme ich einfach nicht die raue Seite und nehme nicht die günstigen Acrylfarben ähm, und werde auch nicht so viele Farben mischen, dass es weiße Blitzer gibt, sondern die Idee war dann zum Beispiel, und das seht ihr hier, deutlich ähm, irgendwie ein bisschen Eindeutiger zu erkennen. Sehr viel weniger Sachen, Motive. Und hier habe ich sozusagen hinten ist die raue Seite geriffelt und hier vorne ist jetzt die glatte Seite. Das heißt, ich habe dann glatt auf dieses Papier gezeichnet. Was wahrscheinlich die Rückseite dieses Boxes ist, aber das hat mir super getaugt. Und habe dann erstmal meine Schwarz- und Weiß Inks reingesetzt und bin dran drüber mit der Farbe. Und habe dann hier Acrylfarbe benutzt und war super, super glücklich mit wie sich diese äh, Games Workshop oder zum Beispiel Vallejo, aber eher Games Workshop, ähm, Acrylfarbe verhält, weil die macht sozusagen die Inks oder die Tusche nicht komplett matschig, wie es zum Beispiel die günstigen Acrylfarben gemacht haben, sondern die hat sich einfach wunderschön angeschmiegt und drüber gelegt und hat sich super bewegen lassen. Und ich war sehr zufrieden mit der Farbe. Ähm, und dann kam aber dann sozusagen der nächste Fehler. Also wie, wie ihr seht, also es gibt Lektionen, Lektionen, Lektionen. Papier anders benutzt, Farbe anders benutzt, andere Farbe benutzt. Und jetzt aber hier der Bolter, der hatte einen sehr schönen Kontrast. Hier war praktisch, äh, wie ihr sehen könnt, gab es hier Schwarz und Weiß. Und dann habe ich aber die Grau reingesetzt, die sozusagen dieser Bolter oder Sturmbolter ist grau. Und jetzt sieht es aber nicht mehr ganz, ähm, hat nicht mehr die ganz schöne, wunderschöne. Ähm, den wunderschönen Kontrast. Oder zum Beispiel diese, 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 dieses Stück Rüstung, wunderschön blau. Aber als ich es angefangen habe anzumalen, war hier noch viel mehr weiß. Und dieser Farbkontrast ist eigentlich auch wichtig. Ihr seht, hier habe ich dunkles Blau und helles Blau. Aber der Farbkontrast ist nicht so satt oder nicht so unterschiedlich, dass es sich jetzt abhebt. Dass ich zum Beispiel ganz klare Kanten unterscheiden kann. Hier kann ich keine ganz klaren Kanten unterscheiden, obwohl hier oben es ein dunkles Blau und hier ein helles Blau sein sollte. Und hätte ich das gemacht, hätte man sehr viel besser die farbliche Räumlichkeit spüren können oder eben die Plastizität. Und so sieht es ganz gut aus durch die Form der Figur und dass hier und da ein paar Schatten sind. Aber die Farbe hat es wieder ein bisschen flacher gemacht. Die hat es praktisch so flacher gemacht, anstatt dass man hier dann gesehen hätte, okay, hier ist eine dunkle Kante und hier ist eine helle Kante, so ungefähr, wisst ihr, was ich meine? Und das habe ich dann versäumt, aber wieder was Neues gelernt. Und so habe ich mich praktisch von Artwork zu Artwork. Und ähm, gestern habe ich dann noch mit ähm, Thomas gesprochen von den Sluzelec Brothers und er hat gesagt, er fängt schon an zu inken, erste Seiten fürs Comic und ich trage noch die Geschichte zusammen und habe noch kein richtiges Konzept. Mir fehlt noch, ich möchte einmal noch mal ähm, die Plotpoints eigentlich richtig schön äh, dazu müsste ich noch ein oder zwei YouTube-Videos gucken ähm, und dann müsste ich das nochmal, sage ich mal, schreiben und dann würde ich an die Layouts gehen und wenn ich die Layouts habe, habe ich gar keine Angst vor dem Papier. Ich weiß, ich kann es zeichnen. Aber dann heute habe ich gedacht, okay, Probieren wir mal aus, weil mir hat die Seite gestern so arg gefallen. Diese, dieses, ähm, ich glaube, das sind einfach diese Artist Aquarell Paper. Die gibt es relativ günstig beim Action für nur ein paar Euro. Das heißt, ihr habt praktisch hier diese ähm, dicke Grammatur. Ihr habt auch extrem viele Blätter, wirklich sehr, sehr viele Blätter. Und die Rückseite ist richtig glatt. Und dann habe ich gedacht, okay, nehmen wir doch das für meine Comicseiten. Weil ich habe sonst immer gutes Kopierpapier genommen, aber das ist echt ideal. Ähm, und ich habe gedacht, lass doch hier drauf zeichnen. Es hat eine gewisse Dicke, es hat eine gewisse Grammatur es hält auf jeden Fall wunderschön die Inks aus. Und jetzt ist es sozusagen mein Bristol Board Paper. Ähm, und dann wusste ich, ich möchte den Buick oder den Wagen in diese Richtung haben, wie zum Beispiel bei Grindhouse, aber ich möchte so einen roten Buick haben. Und der ist ziemlich lang, wie zum Beispiel in True Romance. Und ich wusste, ich möchte irgendwo einen Mond haben und diese. Ähm, Maste, also Maste und dann äh, ein bisschen ähm, Text, aber ich hatte noch nichts genau hundertprozentig richtig ausgearbeitet. Und ich habe gedacht, okay, folgen wir mal meiner Intuition, vielleicht passt es ja. Und wie ihr sehen könnt, man könnte das jetzt ja auch super sauber machen, aber ich, äh, das sind sozusagen meine Speedlines und ich bin eher in der Schule von Frank Miller und Klaus Jansen, das heißt, meine Inks. Sind eher ein bisschen loose, also nicht so tight, kein David Finch Crosshatching oder so, sondern genau das, was ihr seht. Aber das ist jetzt auch nicht 100% die Qualität, die ich vielleicht abliefern wollte. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier den Text reingetan, ähm, allerdings ist er ein bisschen wonky. Vielleicht hätte ich tatsächlich mit dem Lineal ähm, die Abstände alle gleich machen sollen. Ich dachte, ich kriege das bestimmt hin mit meiner Hand, aber es ist ein bisschen wonky. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schön ist oder gut. Wahrscheinlich geht es besser. Ähm, und ich wusste ungefähr hier den Wagen, aber ich hatte keine richtige Referenz. Ich wusste nicht genau, wie ich. Ich wollte zum Beispiel, dass dieser Wagen eben so in unsere Richtung kommt, aber ich wollte, dass wir noch ein bisschen sehen von dem Hintern von diesem Wagen. Und die Frage ist, wo hätte ich es jetzt abgeschnitten? Wahrscheinlich ist das die richtige Perspektive nur für den Wagen, wie bei Grindhouse. Aber ich wollte, dass noch Johnny drin sitzt und dass wir noch ähm, die Gitarre im Hintergrund sehen und noch den Wagen. Deswegen. Bestimmt nicht richtig die Perspektive. Man müsste schauen, wie kriege ich das perspektivisch hin, dass ich das genau so zeichnen kann, wie ich das will. Habe aber schon mal den Text reingemacht und dann läuft auch Musik sozusagen in seinem Auto. Dieses Dream, Dream, Dream. Und das sozusagen zur Stimmung. Und ja, das ist, und hier sieht man eigentlich auch eine gute ähm, Schwarz-Weiß-Balance. Also man hat unten praktisch die. Den Kühlergrill und die Straße, wie sie fährt. Vielleicht müsste ich hier auch noch die Straße dunkler machen an den Seiten. Das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, auch ich weiß nicht immer alles. Das kommt dann mit der Erfahrung, mit dem Machen. Hinten sieht man dann die Straße. Ich habe den Hintern sozusagen dieses Autos langgezogen. Ähm, ein bisschen psychedelisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das cool ist. Und dann aber sozusagen sehen wir einfach nur Prärie und den Mond. Der Mond war größer. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht an den Inks, wenn ich es so halte. Also hier mit dem Augenlicht kann ich sehen, aber ich hätte sozusagen hier ein bisschen einen größeren Mond, aber der, hat dann, der war dann nicht ganz rund und dann habe ich es einfach nochmal neu gemacht. Und ja, äh, ein bisschen zufrieden, aber ich würde sagen, vielleicht größeres Papier würde helfen oder eine bessere Planung und ähm, Kenntnisse von Anatomie, Fluchtpunkten. Ähm, verschiedenes. Aber ich glaube, dass man zuerst vielleicht etwas machen sollte und dann weiß man, was man eben nicht kann. Und dann geht man und holt sich dieses Wissen, wie zum Beispiel, wie konstruiere ich ein Auto, wie mache ich Fluchtpunkte, wie könnte ich zum Beispiel das genauso machen, dass es mir gefällt? Ähm, Brauche ich zum Beispiel so ein spielzeug Buick oder kann ich den irgendwo, finde ich den als 3D-Modell -3D oder finde ich bessere Bilder. Und all solche Sachen gehen dann ein. Aber wenn man dann ständig, sage ich mal, im Ring ist, im Fighten, am Zeichnen, dann merkt ihr, dass ihr innerhalb von einer Woche habe ich mehr gelernt, als wenn ich jetzt nur theoretisch drüber nachgedacht hätte. Das heißt, das Machen ist verdammt wichtig und wichtig wäre dann eben auch, Mentoren zu haben oder Leute, die einem Anleitung geben. Äh, mit YouTube ist ja auch gut gedient. Manchmal ist es auch gut, wenn man Ansprechpartner hat, die sagen: Okay, zum Beispiel hier oben habe ich zum Beispiel was vergessen, da war diese weiße Fläche nicht drin. Und ich habe irgendwann mal Ralf Niese gefragt und er hatte gesagt: Du, Hol dir am besten diesen Signo ähm, White Ink und der hilft mir sehr. Und damit mache ich dann manchmal diese Sachen drin. Alles andere werde ich dann digital machen. Also ich werde es dann sozusagen so scannen und dann kolorieren. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich so koloriere wie die anderen Dinge. Aber hier möchte ich ganz normal scannen, Inks haben und darunter dann kolorieren, digital im Photoshop. Und ja, soweit dieses Video. Ich werde jetzt Schluss machen. Wir sehen uns diese Woche noch für ein weiteres Video und bis bald.